Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderschönen Kreolen gefädelt habe. Die sind in RAW gefädelt und es ist wichtig, dass man sich schon ganz gut auskennt mit Right Angle Weave. Denn die sind schon etwas, ja, ne, erst etwas herausfordernd. Also wenn ihr Anfänger seid, macht es bitte nicht, denn sonst seid ihr nachher ein bisschen traurig oder verärgert. Okay, benutzt habe ich dazu erstmal die Perlen hier. Nur 4 verschiedene Sorten Perlen. 2 Elfer, eine 15er und das sind kleine Rondelle. Die Elfer sind, also die Perlen sind von Toho. Die Facettenrondelle weiß ich jetzt nicht mehr. Hier habe ich Opaque Frosted Light Beige. Dann Silver Lined Crystal. Die 15er, das sind Opaque Lustered Navajo White. Und die Rondelle haben eine Größe von 3x2 mm, sind facettiert und das ist so ein mittleres bis helles Gelbgrün. Gut. Dann habe ich natürlich hier so eine Klappkreole 2 benutzt. Also da müsst ihr mal vorher gucken, ob das auch wirklich gut verlötet ist. Nicht, dass ihr nach all der Arbeit dann euch ärgert, wenn das Ding irgendwie auseinanderfällt. Von der Größe her sind das so 34 mm ungefähr Außendurchmesser. Und dann natürlich eine 12er Nadel und ich habe Fireline benutzt. Pro Ohrring habe ich 2,60 m benutzt. Und einen Anfangsfaden habe ich stehen lassen von 25 cm, sage ich auch im Video, aber ihr kennt mich ja vielleicht schon ein bisschen, oftmals ist es ein bisschen knapp, also wäre besser, wenn ihr 30 cm lasst. So, auf geht's. Zuerst fädel ich eine Stopperle auf und lasse ein Ende stehen von 25 cm. So. Dann geht es los mit dem Muster, mit dem Right Angle Weave, also Modified Right Angle Weave Stitch. 2 weiße, eine silberne, eine weiße. Durch die ersten beiden gehen und zur Runde schließen. Dann sieht das erstmal so aus. Dann, immer wenn hier eine silberne ist, eine silberne aufnehmen. Ich nenne das Lückenfüller oder Spacer. Beat in dem Falle und dann kommen die eigentlichen Perlen der nächsten Einheit ran. 3. Ranfädeln, dann hier oben diese Spacer Beat überspringen und durch die weiße fädeln. So. Jetzt kommt in diese Lücke eine weiße, also wieder mein Spacer. Und dann das eigentliche Muster. Das besteht immer aus 3 Perlen.
Dann lege ich mir immer hier zwischen meinen Platzhalter oder Spacer und die erste Perle, lege ich mir immer meinen Faden dazwischen, um dann hier durchzugehen. Also das heißt, diesen Lückenfüller oder die Spacer Bead, die überspringe ich einfach. Die fädle ich nicht mit durch. Hier ist eine silberne, also kommt in die Lücke eine silberne. Dann drei weiße fürs Muster. Einmal ranfädeln. Die hier überspringen. Und durch die nächste fädeln. Jetzt ist meine Spacer wieder weiß. Noch eine weiße, eine silberne und eine weiße. Anfädeln. Die Spacer Bead überspringen und die nächste durchfädeln. So, dann mache ich das nochmal abwechselnd. So, da kann man jetzt so schön sehen, hier diese Vierer sind immer der Right Angle Weave Stitch. Und hier unten sind ja Lücken, aber oben ist immer eine Perle drin. Also immer eine silberne, eine weiße, hier unten fehlen die. Das sind immer diese Spacer Beads, die ich überspringe, die ich einfach nur jetzt wieder auffädel und dann beim Schließen des Kreises überspringe. Jetzt fädle ich davon 14 silberne Einheiten. Also drei habe ich, die vierte folgt jetzt, 14 insgesamt. Das ist die Nummer 14 hier. So sieht es jetzt aus. Auf dieser Seite kommt die andere M-Raw-Reihe ran. Und dazu muss ich aus dieser Perle in diese Richtung rauskommen, weil die nächste Reihe so rangefädelt wird. So, jetzt ist das Problem, wenn ich hier weitergehe, komme ich so raus, was nicht geht. Also habe ich jetzt mal geguckt. Müsste jetzt praktisch von hier schräg hochkommen können, um hier oben rauszukommen. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Nadel hier rum, hier runter, wende hier und komme dann in der richtigen Richtung raus. Jetzt durch die silberne und die nächste weiße. Erstmal die silberne und die nächste weiße.
jetzt durch die Weiße und hier einen Kreis drehen. Erstmal durch diese Weiße. Durch die Weiten. So. Und jetzt hier rüber über diese Verbindung zurück. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal durch die beiden Weißen. So. Dann durch die nächste Weiße. Die silberne. Und dann komme ich hier unten in der richtigen Richtung raus. Also ich habe hier so, ne, hier so eine 8 gedreht. Okay. Und jetzt geht es weiter. Jetzt wird die andere Seite gefädelt. Das heißt, eine von den Perlen ist jetzt hier immer schon vorhanden. Das heißt, ich brauche hier zwei weiße und eine silberne. Fülle die an. Dann gehe ich wieder durch die zwei durch. Komm da raus. So, jetzt entsteht hier oben wieder eine Lücke. Da kommt wieder mein Spacer rein. Das wäre jetzt die silberne. Und für das nächste Muster habe ich schon zwei Perlen hier, eine weiße, eine silberne, also brauche ich nur noch zwei weiße. Und dann gehe ich durch die hier, nenne ich das mal Boden vom Muster und durch die silberne. Und dann mache ich das gleiche wie vorher. Ich lasse die silberne aus, gehe durch die weiße durch. So, als nächstes kommt hier oben eine weiße rein, so wieder mein Spacer. Und dann brauche ich eine weiße und eine silberne. Und die beiden anderen weißen sind hier. Oben den Spacer auslassen und durch die weiße Fädeln. Schaut so aus. Jetzt kommt hier wieder ein silberner Platzhalter rein und zwei von den weißen. Silberne oben auslassen. Weißer Platzhalter. Huch, eine zu viel. Einmal weiß, einmal silber.
Einfädeln, Platzhalter oder Space auslassen. Noch einmal. So, und dann bis zum Ende. Und ein letztes Mal eine silberne und eine weiße. So, fertig ist die Innenseite des Ohrrings. So, in dem nächsten Schritt werden nur die weißen benötigt und die grünen Rondelle. Ja, die Innenseite, da wird jetzt die Oberseite drauf gefädelt und hier kann man gut sehen, immer da, wo eine silberne Perle ist, kommen die grünen Rondelle rein. Das heißt, also diese und diese Perle, das sind jetzt die beiden hier. Die und die und dann wieder die auf der anderen Seite neben den silbernen. Die werden jetzt befädelt in so einer Runde mit zwei weißen, zwei Rondellen. Dann zwei weiße, zwei Rondellen so rum und so rum werden die fortlaufend angefädelt. Das bedeutet, die ersten beiden sind zwei weiße. Kommen hier drüben ran. Ich lasse die jetzt erstmal so hängen. Für die vollständige Runde kommen noch zwei Rondelle ran und zwar an die Perle, wo es begonnen hat. Ich nehme mal den Hahn hier weg. Ja. Und dann das rangezogen und ich gehe nochmals durch die zwei weißen, lege sie jetzt hier oben rauf, die Arbeit, das Ganze ein bisschen fest, gehe wieder durch die Perle weiße vor der silbernen. Fest und beende die Runde durch die beiden Rondelle. So. Die nächsten beiden sind diese hier, die befädelt werden. Das heißt, nach der silbernen Perle reingehen. Ups. Jetzt kommen wieder zwei weiße ran. Auf der anderen Seite. Gehe ich durch die Seitenperle. Dann muss ich das mit den beiden Rondellen verbinden.
und die Runde beenden durch die seitliche Perle und die beiden weißen. Ein bisschen festziehen. Einmal vor der silbernen. Immer schön darauf achten, dass der Faden hier nicht hier über der Perle liegen bleibt, die ausgelassen wird, sondern wirklich zwischen die Perlen rutscht. Das sieht sonst nachher am Rand ganz gemein aus. Jetzt wieder zwei Rondelle aufnehmen. Die sitzen dann hier wieder über dem silbernen Streifen. Dann muss das zu einer Runde geschlossen werden. Dazu gehe ich nochmal zurück durch die beiden weißen. Dann wieder durch die, wo ich begonnen habe. Auch immer schön gucken, dass der Faden wirklich dazwischen rutscht. Nicht irgendwo hängen bleibt. Und vor allen Dingen diese Perle nicht nach vorne zieht. Da muss ich das jetzt hier, ne? Da wäre mir das beinahe passiert, dass der Faden diese, die ich Spacer Beads genannt habe, nach oben geschoben hätte. Und die Runde beenden durch die Grünen. Hier muss man wirklich sich konzentrieren, weil manchmal, also mir ist es passiert, dann neige ich dazu, einfach hier weiterzugehen im Zickzack, aber das sieht nicht gut aus. Man muss wirklich immer erst eine Runde komplett vollziehen, bevor man dann die nächste Runde anfängt. So, ich mache das jetzt nochmal. Dabei drehe ich jetzt meine Perlenarbeit ein bisschen, was ich vorher nicht gemacht habe, damit das besser zu sehen ist. Zwei grüne. Auf der einen Seite wird der Faden immer über die Perlen hüpfen. Zwischendurch gucke ich immer mal auf den Rand, ob der noch gerade ist. Dann kann ich sehen, ob ich noch mal was auftrennen muss, bevor ich weiterfädel. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Und mit viel Geduld wieder bis zum Ende fädeln, bitte. Eine Sache ist noch wichtig. Ich habe jetzt schon vier von den Grünen drauf. Ich habe es aber vorher ausprobiert. Vielleicht,
so zwei Mustereinheiten drauf sind, ob ich hier meine Perlenarbeit auf den Ring geschoben bekomme. So, ich bekomme es gut drauf. Ich habe auch die gesamte Raupe raufgekriegt. Wenn das nicht geht, dann muss man dann einfädeln und auf dem Ohrring jetzt einfach weiterarbeiten. Das geht auch. Ist ein bisschen unbequemer, aber es geht. Zum Schluss kommen dann noch zwei weiße ran. Sieht es dann aus? Okay, und dann habe ich als nächstes mal die Raupe auf den Ohrring gefädelt. Raupe passt so schön, die ist auch so grün. Schön aufpassen, dass alles aufrutscht. Nicht daneben fügen. Dann da so rauskommen. So, okay. Nochmal die Anfangsperle ab, die Stopper. Gut. Und jetzt, ich komme hier so aus diesen letzten zwei weißen und jetzt fädel ich einmal rum und zwar die gegenüberliegenden beiden, die innen. Dann nochmal die beiden außen. Und eine. Die nächste innen. Also jetzt nicht durch beide. Da kann man das ein bisschen festziehen. Dann rutscht das auch nicht mehr so doll. Also es wird nachher nicht mehr rutschen. So, jetzt mache ich die Nadel mal ab. Und fädel die auf der anderen Seite drauf. So. Und jetzt werde ich die Seiten hier außen beide noch mal verstärken. Dazu muss ich mal gucken, das mal zu. Schaue ich mal, wo ich hier rauskomme. Aus der einen weißen. Kann man das sehen hier? Dann fehle ich noch durch die zweite. Die zweite. Dann gehe ich einmal nach außen und jetzt hier außen rum. Da will ich das Ding mal zumachen, sonst verhakt sich das die ganze Zeit. So. Aufpassen, dass alle Perlen mitgefasst werden.
und so weiter bis dahin. Jetzt bin ich einmal rum, dann gehe ich auf die andere Seite. Also ich habe das ein bisschen festgezogen, damit der Rand schön glatt sitzt. Und dann gehe ich auf der anderen Seite zurück an den Anfang. Dabei ziehe ich das auch immer ein bisschen fest. Und so weiter. So, nun bin ich einmal rum, hin und zurück. Dann wechsle ich jetzt nochmal die Seite hier, die Nadel. Schön festziehen. Also ich habe den Ohrring jetzt zugeklappt, weil sich sonst der Faden da mal verhakelt. Okay, jetzt bin ich ja hier zwischen den beiden Perlen rausgekommen, die hier sind. Also hier sind die beiden, ne? Bin dazwischen rausgekommen. Dann gehe ich in die erste, die da in der Mitte ist. Also vorher nochmal alles schön festziehen. Dann nehme ich jetzt, das sind jetzt die 15er. Die kleinen. Dann kommt jetzt dort in die Lücke, wo die silberne Reihe ist, kommt jetzt die erste 15er rein. Wenn es mir denn nicht aus der Hand fällt. Dann 15er aufnehmen und hier in die nächste Lücke fädeln. Aufnehmen. Ist das wieder eine Lücke bei der silbernen? In die Lücke ziehen, das muss man schon mal ein bisschen doller ziehen. Und jetzt alle Lücken auffüllen mit den 15er Perlen und immer mal gucken, dass alles gerade ist. Schieb das so mit dem Daumennagel zusammen. Ein bisschen ziehen. So dass da so eine Rippe entsteht. Und jetzt fortlaufend weiterfädeln. So, die letzte Lücke ist wieder die an dem silbernen Streifen. So, jetzt noch mal schauen, ob alles gut glatt reingezogen ist. Gut. Schauen, der andere Ohrring. Genau. So, jetzt müssen nur noch die Fäden vernäht werden. Auch relativ fest auf dem Ohrring, rutscht jetzt nicht weg. Dann mache ich das jetzt so, weil dieser Faden auf der einen Seite ist, werde ich jetzt hier rübergehen. Andere Seite und dann ein Stückchen weiter. Gehen wir durch die silberne nochmal durch. So. Oh, ich gehe mal eine Runde weiter. Aus der weißen hier raus. Das sehen.
und vernähe jetzt den Faden hier. Ringsherum. Na, das ist jetzt gar nicht mehr so leicht durch das Festgezogene. Also diese Ohrringe, die haben mich ganz schön herausgefordert, muss ich mal sagen. Ich hatte ein paar Mal die Ohrringe auftrennen müssen. Weil ich mich verfädelt habe, weil der Rand dann hier uneben geworden ist, weil sich bei den grünen Perlen dann immer was verhakt hat. Außerdem habe ich das Design ein klein bisschen geändert. Und das ist jetzt der erste Faden, den ich vernähe. Vom Prinzip her wisst ihr das ja immer, so ein paar Runden rum im Muster. Und so weiter, das mache ich jetzt hier mit dem Faden auf der anderen Seite. So, alle Fäden vernäht. Sieht sauber und ordentlich aus. Und können jetzt getragen werden. Ich habe noch festgestellt, bei dem einen ist es ziemlich fest. Moment, bei dem hier. Ja, bei dem ist es ein bisschen locker, aber wenn man die in die Ohren hängt, dann kann man ja ein bisschen vorsichtig sein und dann klappt das schon. So. Viel Freude beim Tragen und beim Nachmachen. Falls es Probleme gibt, bitte mal nachfragen bei mir. Und ansonsten bis zu meinem nächsten Projekt.